was soll ich euch sagen? Wir haben Ewigkeiten auf das Spiel gewartet und nun ist es soweit. Moin, mein Brothers und Sisters, mein Name ist Nighty Snights und herzlich willkommen zu Choo-Choo Charles. Du weißt schon, das gruselige Spiel, wo ein Zug hinter dir her ist. Dafür könnt ihr gerne mal ein Like und ein Abo dalassen, sonst Choo-Choo ich dir voll in die Fresse. Neues Spiel, ich bin gespannt. Und wir kriegen eine kleine Intro-Sequenz. Ich weiß, wir haben seit einer Weile nicht mehr gesprochen. Aber in diesen Minen, die ich beaufsichtige, ist etwas passiert. Nein, glaub mir! Du wirst dir die Zeit nehmen wollen. Du musst dir etwas ganz Großes einfallen lassen, damit dein Museum überlebt. Nun, auf dieser Insel gibt es etwas Großes. Etwas richtig Großes. Meine ganzen Freunde und sogar mein eigener Sohn sind immer noch da draußen. Wenn jemand dieses Ding erledigen kann, dann du. Dies wird zur größten Attraktion, die deine Stadt jemals gesehen hat. Triff mich beim Sonnenuntergang am Hafen. Ich hoffe, du bist bereit für eine Monsterjagd. Und da ist er, Choo-Choo Charles! Wir haben auch ein bisschen Story-Background bekommen. Das Spiel soll ja seine eigene Spielwelt haben. Jawohl, sie nennen ihn Charles. Halb Zug, halb Riesenspinne aus der Hölle. Wir planen seinen Tod schon seit einiger Zeit und haben fast alle Vorbereitungen abgeschlossen. Nur ein paar Leute treffen und Orte erkunden. Einfache Besorgung, du weißt schon. Willkommen auf... Ich kann gar nicht reden, wir müssen das Intro mitbekommen. Bleib in der Nähe, Charles ist nicht das Einzige, vor dem man hier Angst haben muss. Vor was denn noch? Als ob ein Halb-Spinne-Halb-Zugwesen nicht schon genug wäre. Oben auf dem Hügel befindet sich eine Bahnhofshalle. Einer der Zugführer wurde von der Bestie getötet. Sein alter Zug sollte also noch dort drinnen sein. Wir müssen unbedingt an dieses Werkzeug kommen. Es könnte auf unserer Reise unverzichtbar sein. Bleib in der Nähe. Wir wollen uns nicht zu lange blicken lassen. Ha. Wieso lachst du? Das ist nicht los. Alter, wie soll ich in der Nähe bleiben, wenn du so anfängst zu sprinten? Kannst du dich nicht entspannen? Ich bin gerade neu auf der Insel angekommen. Und das Haus ist nicht mehr so weit entfernt, dass meine Renner sollten... Oh, das hier ist das Haus. Die Bahnhofsstation. Es sieht spooky aus. Ach, Mist, verschlossen. Und was jetzt? Keine Sorge, wir werden einen Weg hineinfinden. Auf dem Weg nach oben siehst du eine kleine Hütte, in der sich möglicherweise ein Schlüssel befindet. Nimm diese Karte. Ich habe den Ort drauf markiert. Schau nach, ob der Schlüssel dort oben ist. Ich werde mich inzwischen hier unten weiter umsehen. Dann sieh dich mal weiter um, alter Mann. Aber sei dir im Klaren, dass das hier alles ziemlich morsch aussieht. Als ob ich nicht einfach durch das Fenster reinspringen könnte. Okay, M, um die Karte zu... Die Hütte ist 4 Meter vor mir. Bra. Übrigens, das Spiel ist relativ spät heute erschienen. Es ist erst um 16 Uhr erschienen. Und ich will das Video heute noch raushauen. Das heißt, es wird wahrscheinlich ein bisschen weniger editiert sein als sonst. Ich hoffe, ihr könnt mir verzeihen. Definitiv nein. Habe ich was gehört? Oh, hier liegt der Schlüssel. Ganz auffällig. Perfekt. Ich habe den Schlüssel. Du hast recht. Der war in dieser Scheune drinne. Und du hast du dich... Du hast dich nicht umgesehen. Du hast mich verarscht. Du hast mich alles machen lassen. Öffne die Tür. Zeig mir den Weg. Ich soll dir den Weg zeigen. Ich dachte, du führst mich auf der Insel rum. Wie gemein ist das denn? Und das Schlüsselloch sieht nur aufgezeichnet aus. Oh mein Gott. Das ist unser Zug. Den können wir im Laufe des Spiels upgraden und upgraden, um Charles zu entkommen. Hey, da ist er doch. Nicht schlecht, oder? Etwas in die Jahre gekommen, aber trotzdem noch intakt. Ich werde mir den Zug von außen ansehen. Warum wirfst du nicht einen Blick hinein und siehst nach, womit wir es zu tun haben? Ich bin mir ziemlich sicher, wir haben es mit dem Zug zu tun. Dafür muss ich kein Handwerker sein. Oh mein Gott, da haben wir unsere erste Gun hinten drin, ne? Hier ist eine kleine Leiter, perfekt. Soll ich dir schon irgendeinen Hebel bedienen? Dein legendärer Zug. Damit kommst du auf der Insel schneller voran. Eine Waffe und ein Schild gegen Feinde. Dort wirst du wiederbelebt, wenn etwas schief läuft. Also wenn ich sterbe, du kannst es ausdrücken, wie es ist. Hier haben wir das Upgrade-Menü für unseren Zug. Bisher können wir uns noch nichts leisten, weil wir haben null Schrott. Und Schrott ist anscheinend die Währung hier. Unsere kleine Waffe. Können wir... Let's go! Das sind Zielscheiben. Die müssen doch aus irgendeinem Grund da sein. Okay, aber die Waffe läuft warm, was wir vorne an der Spitze sehen können. Das heißt, wir können keinen Dauerbeschuss auf Charles machen. Wäre auch ziemlich overpower... Hey, Bro, seit wann bist du bei mir im Zug? Naja, von außen sieht er ein wenig mitgenommen aus. Doch alles andere scheint zu funktionieren. Die Waffe, die du dir angesehen hast, war nicht hier, als ich von der Insel evakuiert wurde. Aber sie macht bestimmt jede Menge Spaß. Hahaha. Wir können Charles damit in die Luft jagen und ihn ausschalten, bevor er uns überhaupt sieht. Bist du bereit für eine Spritztour? Ich bin bereit für eine Spritztour. Zeig mir du, wie ich das Ding fahre. Mit dem mittleren Hebel fährt der Zug vorwärts. Mit dem linken Hebel fährt der Zug rückwärts. Der rechte Hebel hält den Zug an.
Also eine Handbremse. Das heißt, wir legen den mit durch die Wand! Yeah, perfekt! Baby. Yeah, baby! We're coming for you, Charles. Jetzt bist du dran, Charles. Oh, geh besser. Hast du das gehört? It's him. Oh, it's das ist Charles! Du hast keine Chance! Ich mach dich fertig, du Riesenspinne! Oh mein Gott! Der kommt! Schieß auf den Kopf! Bist du gerade einfach vom Zug runtergefallen? Sollte das so passieren? Ich habe gerade meinen Tutorial-Typen verloren. Und mein Zug hält einfach an. Das ist nicht gut, um ehrlich zu sein. Kann ich weiter nach vorne fahren? Oder soll ich den Rückwärtsgang einlegen? Wahrscheinlich wäre das besser. Ich sammle meinen Tutorial-Typen wieder ein. Charles, kannst du ganz kurz Spielstopp machen? Oh, warte, da ist er! Wir dürfen ihn nicht überfahren! Stoppen wir den Zug! Perfekt! Wo ist er? So sollte die Sache nicht enden. Ich dachte, wir können immer noch kämpfen wie früher. Wie gewonnen? Du musst nun doch mehr tun als ich. Ich habe keine Zeit für Erklärung. Finde die Eier. Finde meinen Sohn. Warte, ich soll die Eier finden? Charles hat Eier? Das ist doch voll gruselig. Und das Schlimmste ist, es tut mir leid, Eugen. Ich muss doch mal über dich rüberfahren. Du liegst halt voll im Weg. Okay. Jetzt befinden wir uns in der Open World. Der Zug fährt weiter geradeaus, auch wenn wir in der Karte sind. Und hier haben wir... Oh, warte mal, die Personen markiert. Optionale Mission. Da müssen wir hin. Oder wir fahren einfach geradeaus weiter. Dort treffen wir nämlich noch mehr Personen. Ich glaube, wir fahren geradeaus weiter. Das ist der beste Weg. Das dauert ein bisschen und ich glaube, Charles kann uns jederzeit angreifen. Gleiswechsel. Okay, wir wollen das Gleis aber nicht wechseln. Wir halten den Zug trotzdem mal ganz kurz an. Schilder weisen auf einen bestimmt vorstehenden Gleiswechsel hin. Die Lichter an der Abzweigung zeigt die Richtung der Gleise an. Okay, wir wollen wie gesagt geradeaus weiter. Das heißt, wir wollen nach rechts. Perfekt. Ich hätte meinen Zug ein bisschen näher dran parken können. Aber es ist überbewertet. Wir können auch ein bisschen laufen. Wir sollten hier in Form bleiben, falls Charles wiederkommt. Dann habe ich hier meine kleine... Oh, ich glaube, Geräusche locken sogar Charles an. Komm her, Zugi-Zug-Zug. Wo bist du? Hast du Angst vor mir? Wie weit müssen wir noch? Nicht mehr weit bis zur ersten Mission. Ich habe irgendwie einen Sound gehört. Hallo? Da ist der erste NPC. Halt an, Zug. Halt. Hier. Warte. Autsch. Oh, ich krieg gar keinen Fallschaden, wenn ich einfach runterspringe. Hallo, Madame mit Schrotflinte. Du siehst so aus, als hättest du Geister gesehen. Oder einen Zug mit Spinnenbein. Ist dasselbe. Du bist bestimmt der Neuankömmlich, von dem Eugene sprach. Oh, er heißt Eugene, nicht Eugen. Im Balkonzimmer meines Hauses findest du ein wenig Schrott, mit dem du deinen Zug reparieren und aufrüsten kannst. Hier ist der Schlüssel. Und obwohl der Balkon direkt hinter mir ist, werde ich ihn auf deiner Karte markieren. Also, denkst du, dass ich dumm bin? Ich darf allen vertrauen, die keine Maske tragen. Okay, können wir nicht einfach auf den Balkon irgendwie drauf hopsen? Das wäre so ein bisschen Freestyle. Funktioniert nicht. Mist! Okay, dann lass uns in dieses gemalte Schlüsselloch reingehen. Sie hat uns doch den Schlüssel gegeben. Ein Schlüssel, der das Zimmer im Obergeschoss von Candace Haus öffnet. Oh, der öffnet also nicht den Haupteingang? Aha. Nicht mal deine Eltern wollen, dass du die Haupttür benutzt, Candace. Und hier ist der Schrott. Perfekt. Benutzen wir zum Upgraden. Ich möchte die Sachen immer mit E einsammeln, aber mit E lehnen wir uns nur zur Seite. Linksklick macht in diesem Spiel eigentlich alles. Das muss ich mir merken. Wir dürfen keinen Schrott übersehen. Und hier ist ein Brief. Wir haben wirklich geduldig gewartet. Aber die letzten Tage waren, wie soll ich sagen, chaotisch. Charles wird immer aggressiver. Und ich weiß nicht, wie viele von uns noch übrig sein werden, wenn Hilfe eintrifft. Viel Glück, Eugene. Wir zählen auf dich. Okay, danke für den Schrott, Ken. High five. Ich gehe dann einfach mal in meinen Zug. Und upgrade den ein bisschen. Der könnte nämlich schöner aussehen. Hier ist die Upgrade-Liste. Wir können das Tempo erhöhen. Wir haben 9 Schrott. Eigentlich sollten wir alles einmal erhöhen. Die Panzerung, den Schaden und das Tempo. Das heißt, unsere Waffe müsste jetzt ein bisschen... Sie sieht immer noch kacke aus. Von außen, wie sieht der aus? Ich weiß nicht, ob sich schon was geändert hat. Das Upgrade war relativ wenig. Ich danke dir, Candace, für die Upgrades. Die waren umsonst, das war super. Und wir gehen jetzt in die nächste Stadt und treffen weitere Menschen. Optionale Mission. Vielleicht schenkt mir wieder einfach jemand Schrott. Das wäre super. Ich liebe Schrott. Mein ganzer Zug ist Schrott. Oh, ich habe irgendwas gehört. Charles, du bist nicht auf dem Weg hierher, oder? Oh, das sieht aus, als wäre hier Schrott. Hier ist der NPC. Perfekt, unsere nächste Mission. Kann ich runter? Dankeschön. Oh mein Gott, du siehst gruselig aus. Wie geht's dir?
Hör zu, Kleiner. Ich weiß, dass du ein Monsterjäger in schicker Hose sein sollst, aber meinen Respekt musst du dir erst noch verdienen. Einer von Warrens Handlanger hat letztens eine verschlossene Truhe auf dem Schrottplatz abgestellt. Und nachdem ich ein paar Stunden drauf einhämmerte, brachen nur meine Knöchel, sonst nichts. Ich habe ein paar Dietriche, aber ich weiß nicht, wie man sie benutzt. Hier, wenn du es schaffst, die Truhe zu öffnen, hast du meinen Respekt verdient. Und ich gebe dir vielleicht ein paar Schrottteile, damit du deinen Zug aufwerten kannst. Wieso sehen deine Schultergelenke so komisch aus? Sie sehen aus, als würde man deine Arme einfach so anstecken. Und außerdem möchte ich auch einfach behalten, was in der Truhe drin ist. Wird die mir auf der Karte markiert? Schlossknacker. Das sieht super aus. Perfekt. Oh, hier sind viele alte Züge. Und das ist die Truhe? So einfach funktioniert ein Dietrich. Du musst doch nur klicken, wenn es im Kreis drin ist. Bing. Bing. Vorführeffekt. Ich darf nicht zu schnell klicken. Ich muss mir Zeit lassen. Bing. Boom, boom, boom. Wichtiger Gegenstand erhalten. Kehre zu Dali zurück, um die Mission abzuschließen. Das war schon die Mission? So easy peasy lemon squeezy. Ruf mich nächstes Mal bei was Hartemann. Sieh mal einer an. Der flinke Finger konnte die Truhe öffnen, ha? Das ist ein seltsam aussehender Schrottteil, den du da gefunden hast. Ein bisschen enttäuschend, um ehrlich zu sein. Du hast dir meinen Respekt trotzdem verdient. Und du hältst wie versprochen deinen Schrott. Dankeschön für den Schrott. Ich glaube, dein Haus hat keine Fenster. Und es ist ziemlich gruselig, wenn deine Fensteraussparung bis zum Popo runterragt. Alle können dich von draußen beobachten. 25 Schrott, Alter, das ist nice. Das ist richtig nice. Wir gucken uns, wie der Zug von außen aussieht. So sieht bisher unser Zug aus. Und wir upgraden. Zuggesundheit machen wir auf 100. Perfekt. Tempo, Schaden, Panzerung. Wir machen alles gleich. Obwohl ein bisschen mehr Tempo. Dann sind wir schneller. Sieht der Zug jetzt schon anders? Noch sehe ich keine große Änderung. Auf zur nächsten Station. Die nächste Person ist zum Glück nicht weit. Das ist kein weiter Weg. Und stopp! Stehen bleiben! Stehen bleiben, habe ich gesagt. Perfekt. So, was willst du von mir? Wie ich sehe, ist der Monsterjäger hier. Dies ist wohlbemerkt keine gewöhnliche Jagd. Wir haben bereits versucht, Charles zu vernichten. Doch er verschwindet jedes Mal in die Wildnis, wenn er genug Schaden erlitten hat. Wir glauben allerdings, dass wir Charles dazu bringen können, sich einem tödlichen Kampf zu stellen. Auf der gesamten Insel befinden sich drei Eier, die in drei Hauptminen der Insel versteckt sind. Wir denken, dass Charles im Zentrum der Insel zu einem Kampf auf Leben und Tod gerufen wird, wenn die Eier in den Tempel eingesetzt werden. Leider hat der Eigentümer der Berggesellschaft Warren Charles III bewaffnete Wachen in jeder Ecke der Mine platziert, um die Eier zu beschützen. In der Mine. Am Ende der Gleise befindet sich ein Ei. Hier ist der Schlüssel zur Mine. Ich habe den Eingang auf deiner Karte markiert. Ich danke dir. Ihr markiert immer so wunderschön Sachen auf meiner Karte. Die Mine ist da hinten. Das ist also ein kleiner Weg. Wir haben unten rechts noch eine Mission. Ich denke, dafür müssen wir nicht mehr in den Zug reinsteigen. Wir können einfach laufen. Wir sind doch keine faulen Menschen. Ich frage mich, wieso dieser NPC rot auf der... Dein Haus brennt! Es brennt! Ich habe einen kleinen Flammenwerfer als Ergänzung zu meinem Spinnenzug Heimverteidigungsplan gebaut. Aber wie du sehen kannst, ist das nach hinten losgelangt. Verdammt! Ich wäre in diesem Schuppen beinahe in Flammen aufgegangen, als ich das Ding getestet habe. Diesen Schuppen würde ich doch gerne retten. Sollte der Flammenwerfer noch funktionieren, nachdem das Feuer erloschen ist, dann kannst du ihn mitnehmen. Ich nehme an, du bist wegen dem Monster hier. Eine Waffe wie diese könnte sich als nützlich erweisen. Das stimmt. Ich hätte gerne einen Flammenwerfer. Aber wie mache ich dein Feuerfeuer aus? Du hast... Da oben ist doch ein Wassertank. Ich nehme den Schrott mit. Schrott ist immer gut. Kann ich das... einfach aufdrehen und das Haus... So einfach ist das! Das hättest du auch selber machen können, du Idiot! Du hast den Wassertank da oben doch aufgestellt, oder? Oh, orangene Farbdose zu deinem Inventar hinzugefügt. Ein bisschen Schrott. Wo ist der Flammenwerfer? Ich bin hier wegen dem Flammenwerfer. Ha! Ich sehe keinen Flammenwerfer. Du hast mich angelogen. Du hast mit dem Wassertank das Feuer gelöscht. Welch ein Genie! Was bist du für kein Genie? Hier, nimm dieses Insektenspray. Die Ursache für dieses Chaos. Verdammt, ich möchte dieses Ding nicht nochmal sehen. Niemand möchte diesen Zug nochmal sehen, aber ich hätte gerne den Flammenwerfer. Nochmal kurz nachgucken, weil ich möchte nichts übersehen. Aber hier ist definitiv kein Flammenwerfer. So ein Mist! Haben wir hier vielleicht noch irgendetwas? Ein bisschen Schrott? Die Tür geht nicht auf. Das Einzige, was ich jetzt bekommen habe, ist Insektenspray? Was will ich mit Insektenspray? Vielleicht, wenn ich auf das Haus draufgehe. Hier ist kein Flammenwerfer. Du hast irgendwas von einem Flammenwerfer gesagt. Mist! Aber wir haben jetzt schon einige Missionen erfüllt.
Wie gesagt, das hier ist alles relativ kurzfristig entstanden, ne? Als nächstes müssen wir hier in die Mine gehen und dann würde ich mal sagen, geht unser Weg auf jeden Fall noch weiter. Leute, ich für meinen Teil beende hier die erste Folge von Choo Choo Charles. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Wir sehen uns das nächste Mal wieder, wenn ich meinen Zug auch mehr upgrade. Bis dahin, bye bye. I hit the function, hit the rose till I hiccup.